Elm. 1972 entstanden die ersten drei Anlagen des heutigen Skigebietes. Als erste Sektion wurde ein Sessellift der Firma Streif gebaut. Grund dafür waren wohl die geringen Schneeverhältnisse, die für des Öfteren einen Skilift stillstehen lassen hätten. Es war eine fixe Zweisesselbahn, mit der man bequem auch ohne Schnee ins Skigebiet fahren konnte. Als zweite Sektion entstand ein Skilift, der dann 1987 gedoppelt wurde. Dieser Lift führte zum Chabelle über 1,6 Kilometer Strecke. Der dritte Lift ist ein Übungslift vom Bohrer, der etwas neben der heutigen Sesselbahn Chabelle steht. Dieser hat die ganze Geschichte bis heute überlebt. 1976 wurde das Skigebiet erweitert durch den Skilift Bischof. Dieser steht ziemlich weit entfernt der anderen Anlagen und konnte so die Zahl der Pistenkilometer vergrößern. 1982 kam dann die letzte Erweiterung des Skigebietes hinzu. Es wurde eine Sesselbahn der Firma Streif gebaut. Diese ist eine fixe Zweiersesselbahn, die über 1,5 Kilometer zum höchsten Punkt des Skigebietes führt. Dieser liegt in einem Seitental. Die Sessel, die Streif herstellte, sahen aus wie die ersten Sessel von Doppelmal. Durch dieses Detail ist die Bahn schon eine Besonderheit. Aber auch die Stützen trifft man nicht mehr bei anderen Bahnen an. In Braunwald im Nachbartal fahren noch zwei Sessellifte von Streif. Diese besitzen Rundrohr Y-Stützen und mit Baujahr 1969 sind sie auch die ältesten Sesselbahnen der Schweiz. Die Trassierung der Pleusbahn geht zuerst durch einen Wald, bevor sie am Sonnenhang weiterfährt. Nach der Hälfte der Strecke geht es plötzlich wieder talwärts und nach einem Niederhalter fährt sie wieder bergwärts. Kurz danach passieren die Sessel die beiden Stützen, die von Inau und Schetti ersetzt wurden. Seit einigen Jahren besitzt die Bahn auch ein Förderband in der Talstation, was nun eine Geschwindigkeit von 2,5 Meter pro Sekunde erlaubt. Dadurch ist eine Kapazität von 1100 Personen pro Stunde möglich. Das Talstationsgebäude ist sehr eigenartig gebaut. Die seitlichen Wände ziehen sich schräg bis zum Dach hoch. Diese Bauart wurde auch schon vor 14 Jahren beim Skilift Mattwald in Braunwald eingesetzt. In der Talstation befindet sich der laute Motor sowohl die Abspannung mit Gegengewicht, dieses außerhalb der Talstation zu sehen ist. Auf ihrer 1500 Meter langen Strecke überwinden die Sessel 400 Höhenmeter. Trotzdem Taleinschnitt, seilbahntechnisch ist die Sesselbahn ein Juwel. So hoffen wir doch, dass es noch möglichst lange fahren kann. Durch ihre Lage ist man weit weg von der Zivilisation im Tal. Schon die 40-minütige Fahrt quer durch den Kanton Glarus und die Fahrten mit den Sportbahnen Elm machen sie zu einem weit entfernten Naturerlebnis. Die Sesselbahn fährt nur im Winter.